Oderle Bastelzeit und heute schauen wir uns mal wieder etwas an, was wahrscheinlich bei den meisten von euch nicht auf dem Basteltisch landen dürfte. Und zwar ein bisschen was aus der Industrie und das sieht hier so aus. Ja, wir sehen hier schon ein entsprechendes Logo, Colubris. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon erspäht, A, B, G. Das hier ist ein WLAN Access Point. Wie man eventuell sehen kann, das ist doch ein bisschen größer und auch nicht unbedingt das, was man so bekommt. Das hier ist nämlich ein Enterprise-Grade-Gedönses Access Point. Der läuft mit einem zentralen Controller, hat jede Menge Funktionen, ist stabiler aufgebaut. Man hört es vielleicht, das Ding hier ist tatsächlich in einem Metallgehäuse zu Großteil. Und ja, wieso kommen die wahrscheinlich nicht auf den Tisch? Naja, die kosten, wenn man sie neu kauft, jedenfalls einiges an Geld. So ein Access Point für Industrieanlagen, je nach Hersteller, kostet so 400 bis über 1000 Euro. Und ja, gut, die hier sind schon was älter, die haben nicht so viel Bandbreite und so, deswegen kriegt man die quasi hinterhergeschmissen. Der hier wurde zum Beispiel aus einer größeren Installation rausgebaut. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal an, was ist denn der Unterschied zwischen so einem, sagen wir mal, 400 Euro, um jetzt einfach zu rechnen, Gerät und so einem Gerät, was man dafür, was weiß ich, 20 Euro bekommt. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal mit den Funktionen an. Das ist nämlich relativ einfach. Das hier, das ist ein einfacher WLAN-Router Access Point. Das heißt also, man hat hier entsprechend etwas, wo sein Internet reinkommt. Ein bisschen was für die Geräte, die man im heimischen Netz hat. Und das Ding macht dann WLAN. Im Fall von hier dem 841er, ist das ein einziges Radiomodul mit zwei Antennen. 2,4 GHz nur als Frequenz. Und viel mehr kann der auch nicht. Halt so die klassischen Sachen. NAT, Firewall, was man halt so braucht, um ins Internet zu gehen. Die hier sehen dann ein bisschen anders aus. Und zwar zum einen, wenn wir mal auf die Anschlüsse gucken, dann haben wir hier ausschließlich einen einzigen Netzwerkport. Okay, das war's. Mehr haben wir nicht. Wir haben noch einen Konsolenport und einmal 48 Volt. Was es damit auf sich hat, gucken wir uns gleich an. So wie ein Reset-Button. Das war's. Mehr Anschlüsse sind hier eigentlich nicht. Entsprechend ist das hier auch ein reiner Access Point. Der hat keine Möglichkeit für Routing. Das heißt, man kann nicht einfach Internet reinstecken und dann hinten nochmal seine heimischen Geräte dran. Das hier ist nur WLAN-Funktion. Nicht Router, nicht Firewall, nicht irgendwas anderes. Wenn wir dann auch zur WLAN-Seite gehen, da ist der hier ein bisschen anders aufgebaut. Das hier ist ein Dual-Band-Gerät, das heißt, hier sind zwei WLAN-Module drin. Eins, das macht ABGN und eins, das macht ABG. Das sind die klassischen WLAN-Standards. Das heißt, im Prinzip, wenn man das normal benutzt, hat man ein Modul mit 2,4 GHz und eins, was wahrscheinlich dann 5 GHz macht oder umgedreht, je nachdem, wie man die einrichtet. Auch hier hat man auf den ersten Blick zwei Antennen, und zwar die hier. Die kann man so ein bisschen ausklappen. Diese hier, die sind aus Plastik. Der Rest vom Gehäuse, wie schon gesagt, komplett aus Metall. Und fürs Erste schon mal das Gleiche, aber wie schon gesagt, das hier ist eine Controller-basierte Lösung. Das heißt, da steht dann irgendwo noch eine Kiste oder eine virtuelle Maschine in der Ecke, die sich um die Verwaltung kümmert. Das hatte ich schon mal bei meinem Ubiquity-Zeugs, was ich hier daheim einsetze, gezeigt. Im Prinzip geht es darum, ihr habt eine zentrale Stelle, da macht ihr die Einstellungen und die werden automatisch auf alle von diesen Access Points übertragen. Für daheim ist das nur mäßig hilfreich. Ich meine, gerade mal den WLAN-Namen oder das Passwort ändern, lockt man sich auf der Kiste ein, ändert das Thema gegessen. Wenn man jetzt aber natürlich irgendwie hunderte bis tausende von solchen WLAN-Access-Points über mehrere Gebäude im Zweifelsfall verteilt hat, na, dann möchte man mit Sicherheit nicht sich auf jedem einzelnen Gerät einloggen und Einstellungen ändern. Das ist die Verwaltungsseite, da kommt natürlich noch mehr dabei. Man kann zentral die Updates meistens ausrollen. Es gibt einige Sachen, die auch im Betrieb helfen können. Manche Controller unterstützen zum Beispiel ein Handover. Das heißt also, wenn ein mobiler Nutzer mit seinem Handy, sagen wir mal, oder Laptop vorbeiläuft an mehreren Access Points, dann kümmert sich der Controller darum, dass das ohne Unterbrechung immer zur nächsten Antenne, sage ich mal, weitergereicht wird. Das ist mit hier denen teilweise noch ein Problem, je nachdem, was ihr für ein Endgerät habt. Und was auch drin ist, ist meistens Kanalzeugs. Das heißt, die hier, die können dann zum Beispiel hingehen, sagen wir mal, haben irgendwie einen Raum, wo drei Stück davon hängen. Dann kann der ab und zu mal hingehen, kann einen davon ausschalten zum Senden. Der guckt dann mal nach, was ist denn so an Frequenzen momentan verfügbar und was, wie stark und so.
Und dann kann er die Kanäle von allen in dem Raum so ändern, dass die maximale Bandbreite rausgeholt werden kann und möglichst Störungen, zum Beispiel durch Nachbar-Access Points und sowas, umgangen werden. Das ist auch immer eine ganz hilfreiche Sache. So, dieses Controller-Zeug kann ich euch allerdings nicht wirklich zeigen, weil ich habe kein Colubris. Das heißt, wir kümmern uns erstmal um die Hardware. So, ein paar Worte noch. Colubris ist ein Name, den sieht man heute eher nicht mehr. Die sind aufgekauft worden. Das ist eine Firma, die ändert häufig ihre Namen. Den meisten dürfte sie bekannt sein unter dem Namen HP, also Hewlett-Packard. Allerdings auch sind sie unterwegs unter H3C, Aruba, Procurve, HPE. Die haben tausend Namen und ändern ihn ständig. Es ist jedenfalls ein relativ weit verbreiteter Hersteller, wo die hierher stammen. Entsprechend ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Fangen wir erstmal bei der Hardware an. Was haben wir denn hier überhaupt? Die sieht ja schon mal ein bisschen anders aus. Wie schon gesagt, anderes Gehäuse, kein Problem. Aber die Antennen, die sind schon mal interessant. Denn da geht's los. Das hier, das sind Rundstrahler jeweils. Das heißt also, wenn wir die Antenne so von der Seite nehmen, dann geht der Funk quasi so zur Seite raus, wie so ein Kegel. Immer größer werdend natürlich dann, aber so zur Seite geht das. Das heißt im Prinzip, wenn ihr den hier so hinstellt, naja, nach unten oder nach oben, ist der Empfang eher problematisch. Der hier, na, der hat auch zwei Antennen, wie wir hier sehen, diese Flügelchen. Die kann man aber ein bisschen mehr einstellen. Ich meine, klar, die hier kann man ein bisschen drehen und so, um da in die Richtung zu kommen, die man will. Die haben aber zwei Funktionen. Entweder können wir das hier so machen, wie ich das jetzt habe, ausgeklappt. Dann ist das relativ ähnlich zu denen hier. Die strahlen dann entsprechend so außen rum. Allerdings kann man den auch eingeklappt verwenden. Dann fungiert das Metallgehäuse quasi wie eine Satellitenschüssel, sage ich mal. Und er strahlt nur nach vorne. Das kann helfen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie an einer Raumecke seid. Naja, wofür soll ich Richtung Wand strahlen? Ich kann alles nach vorne in den Raum machen. Wobei es weniger ums Strahlen geht. Die Strahlleistung ist in Deutschland sehr beschränkt. Von daher, die Sendeleistung geht nicht hoch. Aber die Empfangsstärke ist halt besser. Man kann besser empfangen, was denn so reinkommt. Gut. Die zwei Antennen sind aber nicht alles. Ihr habt eventuell schon diese roten Pinöppel an der Seite gesehen. Die sind nicht umsonst da. Das sind nämlich tatsächlich alles Antennenanschlüsse. Wir können hier also vier Antennen außenrum nochmal anschließen. Das sind diese, sind es RP-SMA oder SMA? Die mit dem Stift in der Mitte. Ich blende es euch unten ein. Natürlich alle vergoldet, wie sich das gehört. Und wenn also die Antennen hier nicht ausreichen, kann man da welche dazu kaufen, die genau zu dem Einsatzzweck passen. Klassischer Fall zum Beispiel, ihr habt eine Lagerhalle. Dann kann es Sinn machen, dass man zum Beispiel den hier an die Wand hängt und dann eine Antenne mehr oder weniger für rund erstmal holt, so um den Gang abzudecken und dann nochmal eine gezielte, die in den Regalgang selber reinfeuert. Das sind so Anwendungen, wo man Antennen schon mal mischen kann. Gut. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben halt sechs Status-LEDs. Einmal hier fürs WLAN selber, N, also erstes Radiomodul mit N und ob es ABG gerade macht. Zweites Radiomodul kann nur ABG. Dann haben wir eine Power-LED, eine Info und eine Netzwerk-LED. Gut. Hier bei dem Power, WLAN, die vier LAN-Ports, Internet und System. Anschlüsse habe ich ja schon gesagt. Wir haben einen Konsolenport, ein Ethernet und ein 48 Volt. Ethernet sollte, denke ich, klar sein, ist ein normaler Gigabit-Netzwerkanschluss, aber der ist PoE-fähig. Das heißt also, wir können auch den Strom, den wir brauchen, hiervon beziehen. Wenn wir also einen entsprechenden Switch dahinter haben, wo der hier angeschlossen wird, dann bekommt er über das Netzwerkkabel Strom und Daten. Das heißt, wir brauchen nur ein Kabel, um den hier zu betreiben. Wohingegen die hier braucht man üblicherweise auch noch ein Netzteil. Wenn man kein PoE hat, also kein Strom auf den Netzwerkkabeln, dann kann man auch die 48 Volt hier separat zumachen. Das gibt es dann wahrscheinlich Netzteile oder so. 48 Volt ist dabei eine relativ verbreitete Spannung. Das ist so die klassische Telekommunikationsspannung. Und die kommt halt auch bei PoE zum Einsatz. Ich schätze, deswegen hat man das hier verwendet. Der Konsolenport ist eine serielle Schnittstelle. Das ist, wenn irgendwas schief geht, kann man darüber meistens die Router dann resetten und solche Sachen. Einfach um wieder auf einen Stand zu kommen, sodass man das Ding neu ins Netzwerk einbinden kann. Mal gucken, ob wir damit irgendwie was anfangen können. Ansonsten gibt es nicht viel. Wir haben auf der Unterseite noch ein sogenanntes Kensington-Lock. Da kann man irgendwie so das Ding an der Wand festmachen. Wie gesagt, das ist Metall und so.
Seiten, nur die Dings. Und auf der Rückseite haben wir nur die Produktnummer hier. Das ist der MAP625. Allerdings, ich glaube, als Colubris übernommen wurde, da wurden die Namen auch geändert. Also wahrscheinlich fliegt dasselbe Modell auch mit anderen Nummern rum. Was man auch sieht, sind hier hinten diese Ecken. Da gibt es natürlich dann Wandhalterungen, um das Ding direkt in die Wand da einzuklippen in so eine Wandhalterung, sodass die schnell montiert und demontiert werden können und man da nicht jedes Mal, wenn man den an- oder abmontieren möchte, mit Schrauben rumhantieren muss. Zum Vergleich, die hier haben meistens sowas. Da hat man dann zwei Schrauben, steckt die rein und fummelt das dann irgendwie so ein bisschen zur Seite, dass das an der Wand hält. So, ich würde mal sagen, wir sind hier bei der Bitbastelei. Natürlich bauen wir das Ding auseinander. Wir wollen wissen, was da drin ist und wie sich das Ding so vergleicht zu den Billigdingern. Ist natürlich ein unfairer Vergleich, aber wat mut dat mut. Also nehmen wir erstmal hier den Deckel ab. Ich habe schon mal die Schrauben rausgemacht. Das hier ist alles, was in so einem modernen, günstigen WLAN-Router drinsteckt. Das ist halt ein Board mit einem Prozessor, der meistens auch die ganze WLAN-Sachen dabei hat. Ihr seht, hier ist nur dieser eine Chip. Das hier ist der RAM, schätze ich. Ja, sieht nach RAM aus. Das hier ist die Firmware. Das war's. Hier oben haben wir noch die Trafos für die einzelnen Netzwerkbuchsen. Und mehr haben wir nicht. Ein kleines Netzteil, ein paar LEDs. Das war's. Und ich habe die dumme Befürchtung, hier steckt da ein bisschen mehr drin. Also machen wir mal auf. Und wie wir sehen, da kommen wir erstmal nicht so weit, weil da sind jede Menge Netzwerkkabel. Aber wenn wir schon mal so gucken, hui. Da ist ein bisschen mehr drin. Ich klemme jetzt erstmal die ganzen Antennen ab. Was im Übrigen nach zwei Antennen hier außen aussieht, sind in Wahrheit ein paar mehr. Hier auf der Seite kommen nämlich zwei Kabel raus. Hier unten kommen sogar drei Kabel raus. Das heißt also, wir haben offensichtlich da noch ein paar mehr Anschlüsse. Die sind auch alle hier auf dem Board nur gesteckt. Die kann man entsprechend da ausziehen. Und ja, ich weiß, dass jetzt alle Amateurfunker und so schreien werden, weil die macht man natürlich nicht so raus. Ja, ich weiß. Und da sind wir doch. Okay, was haben wir denn Feines? Was wir als erstes wahrscheinlich schon sehen können, das ist das hier. Was ist denn das? Na, das ist tatsächlich eine WLAN-Karte und ich schätze mal, das hier ist Mini-PCI oder Mini-PCI-Express oder was auch immer. Das heißt also, die WLAN-Karte ist einfach nur gesteckt. Vermutlich, weil so der Hersteller, je nachdem, was er gerade ausliefern möchte, unterschiedliche WLAN-Module verwenden kann. Soll das Gerät 5 GHz können, soll es 802.11n können, eventuell sogar AC. Und so kann man dann schnell viele unterschiedliche Modelle herstellen, einfach indem man diese Karten nur passend reinsteckt. Das ist natürlich nichts für Massenproduktion, aber für so Industrieware, die nur begrenzte Abnehmerzahlen haben, na, da kann das interessant werden. Was wir auch sehen, das ist, wo die Kabel hier hingehen. Wir haben hier in dem Fall drei Antennen, die es gibt. Und die gehen hier aufs Board. Und zwar da, da und da. Das sind drei Antennenanschlüsse an der Seite. Und das sind auch drei Stellen, an denen jeweils ein Kabel hier zu den Seitenantennen angeschlossen war. Also offensichtlich gehen wir hier von diesem WLAN-Modul nicht auf die Antennen, sondern erst nochmal aufs Mainboard und vom Mainboard weiter zu den eigentlichen internen Antennen oder den externen. Ich gehe mal davon aus, wenn wir uns die Sektionen hier angucken, die sehen alle relativ gleich aus. Da ist überall so ein kleiner viereckiger Chip drauf. Gucken wir uns gleich nochmal an, aber ich würde sehr stark schätzen, dass das ein entsprechender Switch ist. Das heißt also ein elektronischer Schalter, sodass man in Software auswählen kann, möchte ich jetzt den Antennenausgang haben, der entsprechend zu den internen Antennen geht, oder möchte ich den externen hier benutzen. Und entsprechend kann man dann in Software umschalten, was man denn gerade haben möchte. Gut, ansonsten, wir haben hier eine große CPU in der Mitte. Das sieht mir nach Motorola aus. Gucken wir uns natürlich alles gleich in groß an. Jede Menge RAM hier außenrum. Hier haben wir einen Broadcom-Chip. Der wird wahrscheinlich für den Gigabit-Anschluss hier unten sein, weil hier auch der Trafo sitzt. Interessant ist hier die Ecke. Und zwar haben wir hier zwei große Spulen oder Übertrager oder Gleichstreckdrossel. Kann ich jetzt so nicht genau sehen. Und der geht in diesen Bereich hier. Das ist unser eigentliches Netzteil. Das fällt ein bisschen komplexer aus als bei den Billigteilen, weil hier kommt meistens, was weiß ich, 9 Volt, 12 Volt rein, sowas um den Dreh. Und ja, hier sitzt dann ein kleiner drauf, der da draus 3,3 Volt meistens, eventuell mal 5 macht.
Hier ist das ein bisschen komplizierter. Hier kommen 48 Volt rein. Das muss auch noch ausgehandelt werden. Wenn man über das Netzwerkkabel Strom bezieht, dann muss man dem Switch sagen, hier, ich kann auch Strom entgegennehmen, denn es wäre schlecht, wenn ihr irgendwie einen Laptop einsteckt, der das nicht kann und der da plötzlich jede Menge Strom abbekommt und nicht weiß, was er damit tun soll. Deswegen ist auch nochmal Kommunikation drin. Und von diesen 48 Volt, die auch nicht sehr stabil sein müssen, geht das dann nochmal entsprechend runter auf verschiedene Spannungen. Und ich schätze mal, dass hier mit dieser riesen CPU auch ein bisschen mehr drin ist als nur 3,3 Volt. Alleine schon die Mini-PCI-Express-Karten, da dürfte 5 Volt noch irgendwo im Spiel sein. Und entsprechend dürfte hier einiges noch an Stromversorgung dabei sein. Was wir eventuell auch gesehen haben, ist, dass hier eine von den Antennenleitungen, die geht gar nicht auf die 4, weil wir haben ja hier 4 Anschlüsse an der Seite und hier 5 Kabel. Das geht durchs Board. Und was uns auch noch fehlt, hier haben wir nur 3 Antennenanschlüsse. Hier kommt noch einer durchs Board hoch und geht hier hin. Ja, wir hatten ja eben schon gelernt anhand der LEDs, dass es wahrscheinlich 2 Antennenmodule gibt. Das heißt, wir nehmen den hier mal raus und Überraschung, Überraschung, mit etwas Glück sehen wir auf der Unterseite, tada, da versteckt sich noch eine von diesen WLAN-Karten. Von da aus gehen 2 Antennen weg, eine über so einen Schalter auf eine von den Antennenbuchsen und eine direkt hier vorne zu der Frontantenne. Das heißt also, wenn wir externe Antennen verwenden, da können wir mit dem Modul hier nur eine einzige Antenne ansteuern. Das ist eventuell etwas, was man noch berücksichtigen muss. Und was wir auch noch sehen, wir haben tatsächlich noch einen Steckplatz. Das heißt, wir könnten noch ein drittes Modul hier drauf stecken. Entweder ein WLAN-Modul, je nachdem, was die Software kann, die hier drauf läuft. Ich gehe mal von einem Linux aus. Eventuell kann man da auch noch ein 3G-Modem oder sowas reinmachen. Im Prinzip ist es halt ein PCI-Express und PCI-Express gibt's alles für. Das heißt, wenn ihr da eine Soundkarte reinbauen wollt, dann baut eine Soundkarte rein. Technisch spricht da nichts dagegen und die Software, wenn es ein Linux ist, hat damit wahrscheinlich auch kein Problem. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal ein paar Bilder hiervon. Ich klemme mal die restlichen Antennenkabel hier ab. Und dann gucken wir uns gleich einmal an, wie das Ganze denn aufgebaut ist. Hier sehen wir im Übrigen nochmal das Gehäuse. Also es ist wirklich überall Metall. Und hier sehen wir auch ein paar Stempel. 06, 07, 2006, 2007 könnte ungefähr hinkommen. So vom Alter von denen hier. Gut, ja, kleiner Unterschied. Bisschen mehr Technik drin. Gucken wir uns das mal genauer an. Ja, und hier haben wir unser Board entsprechend dann mal auf dem PC. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so halbwegs logisch durch, blockweise. Aber bevor wir dahin gehen, erstmal ein paar Sachen, die mir bei dem Board so allgemein aufgefallen sind. Erster Punkt, es ist ein Codename drauf. Und zwar nennt sich das Ding intern wohl Dragonfly. Das ist ja auf dem Board drauf gedruckt und nicht nur da, wenn man ein bisschen mit der Netzwerkschnittstelle rumspielt, dann meldet sich das Ding auch teilweise tatsächlich mit diesem Namen Dragonfly. Ich hatte mich schon gewundert, was zum Geier das für ein Gerät ist, was hier im Netz rumschwebt. Na, da haben wir die Antwort. Und was auch mich ein bisschen überrascht hat, das ist das hier. Ja, 10. Die 10 steht nicht umsonst da. Das hier, das ist ein Layer-Indikator. Normalerweise, so im Hobbybereich, hat man ja meistens 2 Layer-PCBs. Das heißt also eine Platine, wo es eine Vorderseite, eine Rückseite gibt. Hier der hat nochmal Zwischenschichten und insgesamt gibt es 10 Schichten mit Kupfer. Ich bin jetzt nicht so tief im Design da drin, aber 10 klingt jetzt dann doch schon eher nach einer Menge. Ehrlich gesagt hätte ich bei hier so einem Access Point vielleicht 4 oder 6 Schichten erwartet, aber 10 ist eine Hausnummer und das war bestimmt damals richtig teuer, sowas fertigen zu lassen. Gehen wir aber mal auf die Komponenten. Fangen wir hier oben an, da haben wir ja unseren Stromeingang oder entsprechend über Netzwerk. Das läuft alles hier in die Ecke, erstmal auf diese 2 großen Dinger hier. Das ist von der Firma EPCOS, heute TDK, sitzen in München. Und das sind einfach hier Current Compensated Ring Core Double Chokes, also einfach nur eine Drossel oder Spule, um da entsprechend Störungen rauszufiltern. Direkt dahinter ist das Ding hier, das ist mehr oder weniger Metall im Zickzack gebogen, das ist offenbar eine Sicherung. Jedenfalls steht F1 dran, okay, habe ich in der Form noch nicht gesehen. Ebenfalls in der Nähe ist der hier, der TPS 23750. Wenn wir dazu gucken,
IEEE 802.3 AF. Und wem diese Zahl nichts sagt, das ist dieser Power over Ethernet Standard und das hier ist anscheinend ein Controller, der entsprechend sich um die ganze Signalisierung kümmert, um dem Switch zu sagen, hier, ich hätte gern Strom, so und so viel. Und ja, das macht dann das Ding hier. Dahinter Coilcraft, sah ein bisschen seltsam aus, weil so viele Pins. Es ist am Ende ein Flyback Transformer. Und wie wir sehen können, der ist speziell für diesen 23750 PoE Controller gemacht. Das heißt also, ja, der ist genau dafür. Da haben anscheinend die beiden Firmen Texas Instruments und Coilcraft zusammengearbeitet, um entsprechend die beiden Dinge da zu kombinieren. Kurz dahinter, der kleine hier 4840. Ich konnte dazu zwar jetzt einen Dual Channel MOSFET finden, was auch hinkommen könnte, weil es ist definitiv ein MOSFET, aber das hier passt nicht, wenn wir gucken. Hier sind zwei N-Channel-FETs drin mit separaten Gates und wenn wir aufs Bild gucken, nee, da unten sind alle drei verbunden. Also ich glaube nicht, dass es der ist, wird ein anderer Typ sein, aber es ist auf jeden Fall ein MOSFET, da alle Pins auf der Oberseite miteinander verbunden sind, unten fast alle und ein Gate bleibt da noch übrig. Wenn wir dann von da aus weitergehen, haben wir hier noch irgendeinen Q, das ist auch noch irgendein Transistor. Und hier versteckt sich noch ein kleiner Controller. Der sieht hier so aus, Max 8505. Das ist auch ein Step-Down-Regler, also irgendwas, was die Spannung runterdrückt. Bei dem ist ein bisschen auffällig, der hat eine Eingangsspannung von 2,6 bis 5,5 Volt. Also nicht wirklich viel, was der an Spannung verträgt. Das wird also irgendwelche Core-Spannungen wahrscheinlich erzeugen, die eine deutlich geringere Spannung haben als so das klassische 3,3 oder 5 Volt Gebastel, mit dem wir Bastler uns meistens abgeben. Gehen wir von da aus mal rüber auf den Mittelpunkt des ganzen Boards, der Prozessor hier. Der ist vom Typ MCP8343E. MCP war eigentlich, glaube ich, immer Motorola. Das Logo ist Freescale. Inzwischen wurden sie schon wieder gekauft, gehört zu NXP. Das ist ein PowerQuick Pro Prozessor oder PowerQuick 2. Ist ein kompletter System on a Chip, hat einige Sachen mit dabei, die ganz interessant klingen. Zum einen DDR2 RAM, jo, dürfte unser RAM sein. Dual PCI, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, denn wir haben ja drei Mini PCI Express Slots gesehen. Gigabit Ethernet, Dual USB, Security, okay, USB ist hier natürlich nicht benutzt. Auch was diese Gigabit Ethernet Controller angeht, habe ich meine Zweifel, ob sie verwendet werden, denn naja, wir haben noch einen separaten drauf, den sehen wir gleich noch. Frequenz bis zu 400 MHz und wir sehen hier, der ist gedacht für Ethernet Router, Switcher und WLAN Equipment, passt also relativ gut hier an der Stelle. Und die Security Engine, das heißt also DES, Triple DES, MD5, SHA-1, AES und RC4 in Hardware machen kann, das kann schon mal manchmal helfen. Wobei bis auf AES eigentlich alle von diesen genannten Algorithmen heutzutage eher gemieden werden sollten. Jedenfalls war das mein letzter Stand. Bonus im Übrigen, die Architektur ist ein Power-PC. Das ist eine Architektur, die man heute eigentlich nur noch selten findet. Das ist eine Architektur, auf der zum Beispiel Apple-PCs lange Zeit basiert haben, bevor sie auch zu x86 und Intel rübergewandert sind. Von da aus gehen wir mal nach unten, da haben wir diese beiden Chips, die sind identisch und stammen von der Firma Quemonda. Da musste ich erst mal gucken, was zum Geier das ist, den Namen habe ich so noch nicht wirklich gesehen. Und wie wir sehen, das war auch ein deutscher Hersteller aus München, mal wieder. Gehörte zu Infineon und ist 2009 dann insolvent gegangen, weil keiner mehr Preise zahlen wollte. Okay. Ja, ich konnte mit der Typennummer leider nichts mehr finden, aber es wird RAM sein mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, denn es ist das Einzige, was in der Menge dann da ist. Mit dazu gehört dann auch der kleine hier, den wir an der Seite noch haben. Das ist ein LP2995, ein DDR Termination Regulator. Das ist also ein kleiner IC, der gehört zu so einem DDR-RAM-Kommunikationsbus und ja, der macht sozusagen den Abschluss, deswegen brauchen wir den da. Links daneben, der Chip hier, der ist von Samsung und was das ist, kann man sich dann ja schon fast anhand von der Bauform denken. Das ist ein Flash-Chip. Das Dokument hier sagt 128 oder 256 MB. Wenn wir nochmal aufs Bild gucken, da steht etwas von 1G. Das klingt so irgendwie nach 128 statt 256.
Direkt darüber, der hier, ja, das ist von der Firma Spansion. Auch die mir nicht ganz so bekannt gewesen. Gehört heutzutage zu Cypress Semiconductor. Und dazu konnte ich das Datenblatt dann am Ende hier finden. Das ist ein 4 Megabit, das heißt also 512 Kilobyte großer Flash-Speicher. Und der ist anscheinend explizit für Boot-Sektoren. Also da wird der Bootloader drauf sitzen, der das Ding in Betrieb nimmt, und auf dem anderen Samsung-Chip liegt dann die eigentliche Firmware mit unserem vermutlich Linux-System. Ja, was Ethernet angeht, habe ich ja eben schon gesagt, da haben wir den hier, den Broadcom-Chip, ist direkt in einer Linie mit dem Transceiver hier, dieser Magnetic, für den Netzwerkport. Entsprechend ist das hier auch ein Netzwerkcontroller, ist von Broadcom BCM5461A. Broadcom relativ bekannt. Und wenn wir uns entsprechend die Serie angucken, das ist ein Gigabit Ethernet Transceiver. Das ist also genau das, was man an der Stelle da auch erwarten würde. Direkt darunter im Übrigen, hier könnte noch ein zweiter Port hin, genauso zweite Magnetic. Und auch hier ein zweiter Broadcom-Chip mit seinem passenden Oszillator oder Quarzkristall hier. Und da können wir uns auch schön mal in groß angucken, wie es unter so einem BGA-Chip aussieht. Da haben wir nämlich die einzelnen Lötpunkte, diese silbernen. Das ist das, womit das am Ende Kontakt mit dem Chip darüber macht. Und wir sehen, von jedem geht so ein ganz kleines Trace weg. Und daneben ist ein Via, was dann auf die unteren, inneren Schichten des Boards rüber geht, sodass da dann weiter verteilt werden kann. Weil hier dazwischen die ganzen inneren Pins nach außen zu befördern, über eine Leiterbahn, das funktioniert dann platztechnisch natürlich nicht. Deswegen braucht man da schon ein paar innere Layer, um die Signale dann von A nach B zu bekommen. Oder überhaupt mal unter dem Chip raus. Nächste Anlaufstelle, hier unten drunter, da haben wir noch zwei Chips. Die sind identisch, beide vom Typ, VB373. Direkten Match habe ich nicht gefunden, aber es gibt den 74er Serie, 74HC oder VCH oder was auch immer, 373. Octal Transparent D-Latch, 3-State Output, also einfach ein bisschen Pegelanpassung oder sowas wird das sein. Nichts allzu Großes und ja, relativ klassische Logikbausteine wohl. Direkt darüber, na, was das ist, können wir uns schon denken, weil da der serielle Anschluss ist, wird ein serieller Transceiver sein. Gucken, das stammt von der Firma Zipex, SP3239. Ja, 323 klingt doch schon mal richtig. Bei Maxim, dem Klassiker, gibt es den Max 232 und den Max 3232, wobei letzterer 3,3 Volt macht. Also ich wette, das ist ein 3,3 Volt Regler. Firma Zipex war dabei irgendwie zwischenzeitlich mal zu EXA gehörend. Wieso heute heißen, keine Ahnung, aber Datenblatt sagt, hey, es ist ein RS-232 Transceiver und er kann von 3 Volt bis 5 Volt, also 3,3 Volt tauglicher RS-232 Receiver. Wer hätte es erwartet? Was haben wir noch vergessen? Hier unten in der Ecke ist noch was. Einmal der hier, Linear Technologies, ein großer Regler. Wenn das kein Linearregler ist, weiß ich es auch nicht. Typ dabei, der LT1764, und wenn wir uns dazu das Datenblatt mal krallen, dann sehen wir, das ist ein 3 Ampere Fast Transient Response LDO, also ein Linearregler. Und Typical Application 3,3 Volt in auf 2,5 Volt out. Also wahrscheinlich auch irgendetwas in die Richtung Core Voltage oder sowas, was da erzeugt wird. Direkt daneben haben wir noch den hier, ein Philips Teil. Aha. Wenn wir auf die Nummer gucken, PCF 8574, den kann der ein oder andere von euch eventuell kennen. Der ist nicht gerade wenig verbreitet, das ist nämlich ein 8-Bit-IO-Expander für den I2C-Bus. Anscheinend sind denen irgendwo die Pins ausgegangen und ja, wenn man noch ein paar Pins braucht und I2C hat, dann baut man hier so ein Ding halt ein. Okay, so, Chips alle durch? Nee, ein paar gibt's noch, nämlich 4 Stück, die habe ich eben ja schon angesprochen. Und zwar für jede von diesen Außenantennenanschlüsse gibt's hier so einen Block. Wenn wir uns den mal genauer angucken, dann sieht das hier so aus. Und was wir hier dann sehen, das sind erstmal hier oben diese drei Ferritkerne. Und ich würde mal sagen, das ist einmal hier, der geht auf Ground. Der hier könnte dann entweder ein Signal- oder Spannungsversorgung und der hier entweder Signal- oder Spannungsversorgung, sodass wir Strom haben, ein Signal und das war's. Geht über die Ferritkerne einfach, um nochmal ein bisschen zu filtern.
Der ganze Block, der hat dann hier außenrum diesen riesen Rand aus Erde. Und ihr seht, da sind auch überall Vias drin. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch auf den inneren Layern und der Rückseite überall so aussehen. Und das gibt dann quasi so eine Art ja, Käfig außenrum auf dem Board, was da Störungen draußen hält. Dann haben wir hier das Kabel, dieser IPX. Ist es IPX? Es steht mal IPX drauf, wird wohl passen. Der von einer von den WLAN-Karten kommt. Und hier sehen wir einen wunderschönen Signal Path, auch wenn ich ihn nicht ganz verstehe. Wir haben einmal hier den Eingang über einen Kondensator, da in den Chip rein. Und das hier wird ein Switching-Chip sein, der also schalten kann. Und der kann dann auswählen zwischen dem hier, da geht es über den Kondensator hier drauf. Das geht weiter auf die interne Antenne, diese Flügel, die wir eben abgesteckt haben. Oder alternativ über den Kondensator auf die externe Buchse hier. So kann man da hin und her schalten. Es gibt hier noch einen zweiten Weg über einen Kondensator in den Widerstand. Könnte sein, dass der über Kreuz schaltet. Das heißt also standardmäßig zum Beispiel, dass das hierhin verbunden ist und das hierhin. Und wenn man schaltet, dann ändert sich das dann in so und so. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, sodass die nicht genutzte Antenne hier einfach über wahrscheinlich 50 Ohm oder was das sind, auf Ground gezogen wird, um da Störungen auch wieder rauszuhalten. So, was haben wir noch? Wir haben noch hier unser riesen WLAN-Modul auf der Vorderseite. Vorderseite ist dabei der DNMA83 und wenn wir drauf gucken, da sehen wir einen großen Chip von Atheros. AR9160. Atheros ist quasi der Standardhersteller, was WLAN-Zeugs angeht. Und wenn wir uns dann für diesen Chip mal hier in der DevDB, in Wikidev uns das anschauen, dann sehen wir hier, der ist im März 2008, hat er die Zulassung erhalten, Mini-PCI-Interface und entsprechend welche Chips verbaut sind alle. Und ganz unten sehen wir, das hier ist ein ABGN 3x3 MIMO-Karte. Das heißt, das hier ist die Karte, die 802.11n kann. Wo eine ist, ist die zweite nicht weit. Gehen wir mal auf die Rückseite von dem Ding und hier ist nicht viel drauf. Großteils nur Kondensatoren. Erstmal die Mitte hier. Wir haben die CM9 jetzt diesmal das Modell. Wenn wir da abziehen, dann sehen wir darunter einen Atheros AR5213A, der verbaut ist. Und auch hier können wir die Wikidev bemühen. Sehen hier die Zulassung diesmal 2004, ist also ein älteres Modell. Sehen die Chips, die verbaut sind. Und hier sehen wir, das ist ein ABG, also der macht kein 802.11n, kann aber zwischen 2,4 und 5 GHz umschalten, wie es aussieht. Und was wir auch sehen, er ist offensichtlich bei Colubris verbaut worden. Also wir sind offensichtlich im richtigen Gerät. Wer jetzt im Übrigen denkt, dass er hier die Karten rausziehen kann und beispielsweise mit der moderneren einfach aufrüsten kann, theoretisch ja, aber bringt Geduld mit, denn die haben sie tatsächlich an diesen Klammern festgelötet. What the heck? Ansonsten, was die Rückseite angeht, hier unten, da versteckt sich noch einer. Machen wir den mal hell und groß. Dann haben wir hier ein CY25568 irgendwas. CY klingt nach Cypress und das ist es auch. Ein Spread Spectrum Clock Generator. Sprich, das Ding gibt uns hier offensichtlich den Takt vor. Respektive mehrere Takte, denn wenn wir hier unten gucken, hier gibt es anscheinend mehrere Ausgänge, die entsprechend unterschiedlich durch Divider und Maxe und so weiter da höhere oder kleinere Teilmengen von unserer Grundfrequenz ausgeben können. Scheint also ein bisschen was Größeres zu sein. Gut, mehr haben wir nicht. Das ist das komplette Board, was verbaut ist. Deutlich mehr als auf den Billiggeräten und ja, entsprechend auch ein bisschen mehr Funktion und durchaus mehr Leistung. So, was lernen wir jetzt davon? Nun, wir haben auf jeden Fall schon mal gelernt, dass hier solche Industriegedönse durchaus anders aufgebaut ist und anders aufgebaut sein kann als die üblichen Plastikbomber, die man zu Hause verwendet. Das muss natürlich nicht sein, aber in vielen Fällen ist doch hier etwas mehr Technik verbaut, etwas stärkere Technik und vor allen Dingen haltbarere Technik. Wirklich recyceln kann man das in dem Fall hier leider nicht, weil wie gesagt, wir kommen an die Firmware nicht sinnvoll ran, jedenfalls nicht offiziell. Ich meine, prinzipiell, das Ding hier hat ein paar Jährchen auf dem Buckel und entsprechend sieht auch die Sicherheit da drin aus. Das heißt, wenn man weiß, an welchen Stellen man klopft, dann findet man da auch Hintertüren. Und damit kann man sich zumindest mal Root hier auf der Kiste besorgen. Also das ist technisch möglich, aber es ist jetzt nichts wie bei einem normalen Router, wo man sagt, okay, ich mache ein Software-Update und dann habe ich da OpenWRT drauf oder so. Klappt leider hier bei denen bisher jedenfalls noch nicht.
Lohnen wird sich's wahrscheinlich, weil, hey, zumindest mal 802.11n ist ja noch halbwegs aktuell. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Streams der hier macht. Ich glaube, mit 2 Streams müssten es 300 Mbit sein, die das Ding dann schaffen würde. Ist nicht ganz AC oder AX oder wie auch immer jetzt der neumodische Zahlenkram da heißt, aber meh. Dafür hat man halt Industriequalität und wenn man an raueren Stellen unterwegs ist, hält hier sowas wahrscheinlich ein bisschen länger durch als so ein typischer Plastikrouter, der nach ein paar Monaten dann im Zweifelsfall weggerostet ist. Ja, mich stimmt sowas natürlich immer ein bisschen traurig, weil auch wenn die Dinger jetzt in Firmen größtenteils ausgemustert werden, einfach weil sie nicht mehr zeitgemäß sind, für die meisten Heimanwender würde das noch dicke reichen, da könnten die ein zweites Leben haben, aber leider stellt sich da der Hersteller quer und rückt die nötigen Sachen nicht raus. Ist natürlich ein bisschen schade, ein bisschen Ressourcenverschwendung. Aber hey, in entsprechend großen Installationen, da erfüllen die hier natürlich trotzdem ihren Zweck. Gerade die neuen Geräte dann jetzt einfach durch die zentrale Verwaltung spart man sich da eine Menge Arbeit. Und ja, das ist ja das, wofür das designt wurde. Also ja, zumindest mal für den Zweck tut's dann in der Praxis auch, was es sollte.